Der große Satz von Fermat ist einer der berühmtesten Sätze in der Mathematik. Und zwar dreht sich der große Satz von Fermat um eine bestimmte Art von Gleichungen. Und zwar die Gleichungen, schreibt mal drüber, der große Satz von Fermat. Es geht um Gleichung der folgenden Form: a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. Ja? A hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. Wobei n aus den natürlichen Zahlen genommen ist, ne? Und a, b und c aus den ganzen Zahlen. Und jetzt besagt der große Satz von Fermat, es gibt keine A, B, C aus Z mit A, B, C ungleich 0, ne? Die Gleichung a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n lösen für n größer gleich 3. Der große Satz von Fermat sagt, wenn Sie a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n haben und n ist größer gleich 3. Also nehmen wir mal a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3. Dann sagt der große Satz von Fermat, Sie finden keine a, b, c. Es gibt keine, die das lösen. Außer natürlich, wenn ich alle drei Null setze. Ne? 0 hoch 3 plus 0 hoch 3 gleich 0 hoch 3. Okay, diesen Fall wollen wir ausschließen. Deswegen habe ich hingeschrieben, die 3 sind ungleich 0. So. Aber es gibt keine drei Zahlen, die ungleich 0 sind, die diese Gleichung lösen. Also letztlich, Sie können kein Volumen, kein ganzzahliges Volumen eines Würfels in zwei ganzzahlige Volumen aufteilen. A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3. Sie können nicht zwei Volumina von zwei Würfeln, die ganzzahlig sind, addieren und es kommt wieder ein ganzzahliges Würfelvolumen heraus. So, es gibt doch nicht A hoch 4 plus B hoch 4 gleich C hoch 4. Da finden Sie keine ganzen Zahlen, die das lösen. Finden Sie nicht. Sie können A, B, C suchen, wie Sie wollen, gibt es nicht. So. Warum n größer gleich 3? Naja, der Satz, wenn man n gleich 2 setzt, n gleich 1 ist einfach, ne? Einfach linear, n gleich 2 heißt a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Da gibt es Lösungen, ne? Satz des Pythagoras ist klar. Gucken wir uns den mal näher an. Schauen wir uns mal n gleich 2 als Spezialfall an. Wie sieht es eigentlich aus bei n gleich 2? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, das ist der Satz des Pythagoras. So. Welche Zahlen gibt es da? A, B, C, sagen Sie mal, Beispiel. 3, 4 und 5. Genau, das ist so der Klassiker, ne? 3, 4 und 5. Was für eine inhaltliche Bedeutung haben denn diese Zahlen? Inhaltliche Bedeutung des Satzes des Pythagoras, wo taucht er auf? Rechtwinkliges Dreieck, genau. Wenn a gleich 3, b gleich 4 und c gleich 5 ist, dann sind das die
ganzzahligen Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks. Ne? Ich kann jetzt hier so ein Dreieck hinzeichnen. Rechtwinklig natürlich. So. Man kann die eine Seitenlänge 3, die andere 4 sein und dann ist C gleich 5 Längeneinheiten lang. So. Natürlich gibt es alle möglichen reellen Seitenlängen, ne? Aber es geht um die ganzzahligen, das ist das Wichtige. Zahlentheorie geht es um ganze Zahlen. Ne? Also hier, eine Lösung, 3, 4, 5, ganzzahlige Lösung von a² plus b² gleich c². Also da gibt es eine und deswegen ist der große Satz von Fermat erst ab n größer gleich 3, dass es keine gibt. Ne? So. Gibt es eigentlich noch weitere? Es gibt keine weiteren, es gibt nur diese eine ganzzahlige Lösung, 3, 4, 5. Hat jemand noch eine andere? Ja? Man kann i auch vervielfachen, also 3t und b wäre 4t und c wäre 5t und dann für t und die Gefahr. Ah ja, also ich meine, es gibt unendlich viele, ich könnte Folgendes machen, ich kann die vervielfachen, also 3t, 4t, 5t bilden. Ja, wollen wir es mal machen? Also nehmen wir mal t gleich 2 als Beispiel. Ja. Also dann, wenn ich es richtig verstehe, dann wäre das a, neue a wäre 3 mal 2, neue b 4 mal 2, neue c 5 mal 2. Gucken wir, ob das stimmt. 3 mal 2 a, 3 mal 2 ist 6, b 4 mal 2 ist 8 und c 5 mal 2 ist 10. Na? So, gucken wir mal, a² ist 36, b² ist 64, c² ist 100. Nur noch ein Beispiel. Nehmen wir mal 3, t gleich 3. Das neue a ist dann 9. Das neue b ist 12 und das neue c ist 15. Na? Was ist 9 Quadrat? Was ist b Quadrat? Was ist c Quadrat? Stimmt, ne? Mhm. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das allgemein machen. Also wir wissen, a² plus b² gleich c². Wenn wir das jetzt vervielfachen. Ah ja, genau. Dann haben Sie ja ta² plus tb² gleich t. Entschuldigung, ta² plus tb² gleich tc², ne? Und dann kann man jeweils das t² ausklammern. Dann haben wir hier t², a² plus b² ist gleich t² c². Ah ja, genau. Passt. Gibt es noch weitere Lösungen? Man kann noch weitere konstruieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was man noch konstruieren kann. Oder wie man noch welche konstruieren kann. Sie nehmen mal x und y aus den natürlichen Zahlen mit x größer y. Also x ist größer als y. Ja? Jetzt konstruieren sich die folgenden Zahlen. A ist gleich x² minus y². B ist 2xy und C
ist x² plus y². Also nehmen wir mal x und y, nehmen wir xy mal 2 und 1. Nehmen wir mal einen ganz einfachen Fall. Okay? Wenn x und y 2 und 1 ist, also mal Beispiel x gleich 2, y gleich 1, dann ist a wie groß? (4 − 1 = 3). B, 2 und 1, 2 mal 2 mal 1 ist 4 und C ist 2² plus 1² gleich 5. Okay, na gut, das war die Lösung, die wir schon hatten. Ne? Gibt es noch eine weitere? Was wollen wir mal für ein Beispiel machen? Nehmen wir x gleich 3 und y gleich 1, oder? Was ist dann a? A ist dann 9² minus 1² ist 8. 9² minus 1² ist 8. Ne? B ist 2 mal 3 mal 1 ist 6. Und C ist 10. Genau, 3² ist 9, 10. So. Ah ja, die hatten wir auch schon gehabt, die Lösung, ne? Machen wir x gleich 3 und y gleich 2. Nochmal ein letztes Beispiel. A ist 9 minus 4 ist 5, oder? B ist 2 mal 3 mal 2 ist 12, oder? Und C ist 9 plus 4, 13. Was ist a² (25), b² (144) und c² (169). Ah ja, stimmt. Hatten wir das schon gehabt? Nee, hätten wir das erreichen können durch Vervielfachung? Auch nicht, ne? Ich würde niemals kommen auf a gleich 5, wenn ich 3, 4 und 5 vervielfache. Geht nicht. Ja, jetzt haben wir eine gefunden, die kriegen wir nicht durch Vervielfachung raus. Oh, Gott sei Dank, ich bin schon in Schwitzen geraten. Ja, okay, also so kann man sich Lösungen konstruieren. Ja? Wir wissen immer noch nicht, ob das alle sind. Außerdem haben wir noch gar nicht bewiesen, dass das funktioniert. Das sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Dass das hier funktioniert. Ne? Wie könnte man das beweisen? Wenn ich die Zahlen so konstruiere, dass das klappt. Wie kann man das beweisen? Wenn ich A, B und C folgendermaßen konstruiere, dass dann der Satz des Pythagoras erfüllt ist, ja? Wie kann man es beweisen? Ja? Genau. Wir ersetzen jetzt einfach A, B und C durch die entsprechenden Teile. Also a² plus b² ist gleich x² minus y² zum Quadrat plus 2xy. Zum Quadrat. Ne? a² plus b² habe ich einfach für a und b die entsprechenden Zahlen eingesetzt. Was passiert jetzt? Jetzt muss ich hier binomische Formel anwenden. Das ist x hoch 4 minus 2x² y² plus y hoch 4. Ne? Binomische Formel hier drauf angewendet. Das ist ein bisschen knifflig, weil dahinter noch Quadrate stehen. Muss man ein bisschen mitdenken. Und jetzt hier einfach quadriert plus 4x² y². So. Wer sieht, was man vereinfachen kann? Ja, okay. Ja? Ja, minus 2x²
gibt plus 2x Quadrat y Quadrat plus y Quadrat, und das ist dasselbe wie binomische Formel rückwärts, Entschuldigung, x hoch 4, x Quadrat plus y Quadrat Quadrat, und das ist gerade c Quadrat. So. A Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. So kann man sich jede Menge, sogar unendlich viele Lösungen aus den natürlichen Zahlen herleiten. Und diese Lösungen in den natürlichen Zahlen, das sagt das Pythagoras, natürlich zahlliche Lösungen, die heißen pythagoreische Zahlentrippel. Ne? Pythagoreische Zahlentrippel sind drei Zahlen, die den Satz des Pythagoras, also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, die Formel erfüllen. Ne? Der Satz des Pythagoras, muss man aufpassen, der geht ja eigentlich um Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken. Okay, aber die Formel a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, drei natürliche Zahlen, die diese erfüllen, ist das pythagoreische, ein pythagoreisches Zahlentrippel. Da gibt es unendlich viele von. So. Das wusste auch Fermat schon. Ja? Und da findet man noch jede Menge. So, jetzt stellen Sie sich mal in folgende Situation. Sie wissen, a Quadrat plus b Quadrat plus gleich c Quadrat hat unendlich viele Lösungen. Und dann kommt man einfach als Zahlentheoretiker, als verspielter Mathematiker auf die Idee, mal Lösungen zu suchen für a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3. Und Sie fangen an zu suchen und zu suchen und Sie finden keine.